Hallo zusammen, jetzt ist er total übergeschnappt. Heute machen wir ein goldenes Steak. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich glaube, es war im Januar 2019, als Franck Ribéry im berühmten Steakhouse von Nusre Salt Bay, die meisten von Ihnen kennen ihn unter diesem Namen, ein sündhaft teures goldenes Steak bestellt hat. Und seitdem ist mir dieses Steak irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und als ich vor kurzem einen Blick in meinen Gefrierschrank warf und ein Tomahawk Steak vom American Beef von gourmetfleisch.de fand, habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, wir machen heute das goldene Steak nach. Wir nehmen also zuallererst einmal ein scharfes Messer und schneiden die Fettseite ein, damit das Steak einigermaßen in Form bleibt, wenn wir es gleich grillen. Und dann salzen wir das ordentlich mit grobem Salz von beiden Seiten. Vor kurzem ist auch in meiner Facebook-Timeline mal wieder so eine Restaurantquittung vom Nusre aufgetaucht, wo das goldene Steak auch mit drauf stand. Der aktuelle Preis, also in dem Fall war die Quittung von 2019, belief sich so auf $1000. Ich weiß noch den Shitstorm, den es damals gab, als der Ribéry das dort bestellt hat. Da war immer von 1200 € die Rede. Das Ganze hat auch einen unglaublichen Shitstorm gegeben. Ich weiß es noch, meine ganze Timeline war voll von Franck Ribéry und diesem komischen goldenen Steak. Und natürlich, muss ich auch zugeben, kokettiere ich natürlich insbesondere auf meinem Facebook-Kanal, gerade mit solchen Videos, die polarisieren, und da gehört so ein, ich sag's mal in Gänsefüßchen, Rezept natürlich auch dazu. Also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben einen ordentlichen vorgeheizten Grill und haben unser Tomahawk Steak bei größtmöglicher Hitze 3 bis 4 Minuten von jeder Seite angegrillt. Am Ende lege ich das Ganze noch auf die Fettseite und lasse das so ein bisschen aufknuspern und karamellisieren. Hier muss man aber gucken, natürlich schmilzt das Fett sofort, tropft in die Glut und wirft natürlich ein ordentliches Flammenbild. Da muss man natürlich gucken, dass das Ganze nicht verbrennt. Aber ich denke, da seid ihr alle Profis genug und viele, viele von euch haben auch schon viele, viele Tomahawk Steaks gegrillt. Also da erzähle ich euch sicherlich nichts Neues. Nachdem dann das Steak rundherum angegrillt ist, wir eine richtig schöne karamellisierte Fettkruste haben, legen wir das Steak auf den indirekten Teil vom Grill. Schließen den Deckel, schließen die Ventile ein bisschen, dass nicht kompletter Durchzug herrscht, und lassen dann das Steak so lange grillen, bis es eine Kerntemperatur von rund 52 bis 53 Grad hat. Für alle die, die ihr Steak natürlich etwas mehr durchmögen, können gerne auch natürlich 56 oder 58 Grad anpeilen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ich fange an zu experimentieren, wie kriege ich denn Blattgold auf ein Steak? Beim Backen ist das, glaube ich, gang und gäbe, mit Blattgold zu arbeiten. Das geht auch auf Fleisch und ich werde auch demnächst bestimmt nochmal witzigerweise einen goldenen Burger machen. Aber der Lernkurveneffekt, den man hier natürlich am Anfang durchmacht, gerade bei diesen dünnen Blättchen und wenn es ein bisschen windig draußen ist, der ist enorm. Ich habe es erst einzeln probiert, dann habe ich die runtergenommen, dann habe ich es versucht mit einem Pinsel. Am Ende zeigt sich, dass die einfachste Variante ist, das kommt hier so geliefert in so eingeschlagenem Papier, einfach ist in dem eingeschlagenen Papier aufzulegen und dann nur leicht anzudrücken. Und das kann man rundherum machen und dann hat man rundherum mehr oder weniger durchgängig auch irgendwann das Steak komplett mit Blattgold bedeckt. Sollte das wirklich mal für jemanden von euch von Interesse sein, das zu machen, den Link zum Blattgold findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt das in verschiedenen Größen, das hier ist die Größe 8x8 cm. Das geht dann sogar verhältnismäßig einfach und das ist jetzt mein Resultat. Kommen wir schon jetzt zum Fazit. Die Frage, muss man das machen, die kann ich getrost mit Nein beantworten. Man muss viele Sachen vom Grill nicht machen. Aber irgendwie war es trotzdem witzig. Blattgold hat im Übrigen keinerlei Eigengeschmack. Das heißt, ob ihr das jetzt geschmacklich drauf macht oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber das war den meisten von euch ja ohnehin klar. Das Ganze lebt natürlich gerade, wenn das in diesem Restaurant von diesen Menschen bestellt und serviert wird, natürlich von einer Art Show-Effekt und von einer gewissen Dekadenz. Ich mache das natürlich stückweit zugegeben auch, weil ich weiß, dass das auf den Social-Media-Kanälen hoffentlich richtig, richtig kritisch diskutiert wird. Viele werden mir einen Vogel zeigen, viele werden mich beschimpfen. Und die traurige Realität als Videogriller ist oft auch: Machst du ein richtig, richtig geiles Rezept, interessiert es keinen? Machst du irgendetwas, wo sich alle darüber aufregen? Ist das ein Riesenklickerfolg? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das auch so wird. Und ich bin natürlich auch auf jeden Fall trotzdem auf eure Meinungen gespannt. Wie habt ihr das damals verfolgt mit dem Ribéry? Was haltet ihr generell von Salt Bay? Findet ihr den Typen cool oder eher nicht? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich setze der Dekadenz jetzt hier noch einen drauf und gönne mir dazu ein Gläschen Moët Chandon Champagner. Wenn schon, denn schon. Die besten Highlights von Zuschauerreaktionen werdet ihr auf jeden Fall wie immer in meiner Insta- oder meiner Facebook-Story sehen. Ich verspreche es.
Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Ja, ich hoffe, ihr nehmt mir dieses Video nicht übel. Besucht auf jeden Fall meine Fanpages, teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Ich schlürfe jetzt hier den Champagner. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag zu einem ganz normalen Video wieder, versprochen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.